Hallo, hier ist euer Nikolaus mit Herz und Seele. Bereitet euch euer Game Over vor! Heute im Video. Hier ist Gulaschpasta à la Nikolaus. Da wird sich der Keksnacht freuen. Oh Leute, ich wollte doch unbedingt heute kochen. Jetzt habe ich vergessen einzukaufen. Oh Mensch, ich gehe noch nicht schnell einkaufen, okay? Dann mache ich mich ganz schnell auf den Weg. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Kochen wir doch mal was für den Kickstarter. Hat bestimmt Hunger. Bei jeder Vorbereitung immer eine Kleinigkeit, das was trinken und hat er was nicht gegessen. Wird die Herdplatte angeschmissen. Macht eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann gebt ihr euer Öl in eure Pfanne. Dann braucht ihr Hirschgulasch. Dann wird unser Hirschgulasch angebraten. Last my Christmas, I get in my heart. Dann lassen wir unseren Wildgulasch mit Rotwein ablöschen. Dann habe ich den Hirschgulasch entfernt. Ich etwas von meiner Gemüsebrühe hinzu. Dann geben wir noch Tomatenmark hinzu. Dann brauchen wir noch etwas von eurer Sahne, ne? Und fertig war unsere frische braune Soße. Dann gebt euer Gulasch wieder hinzu. Dann lassen wir unseren Hirschgulasch noch so circa 2 Stunden kochen. Dann braten wir noch etwas Champignons an. Dann gebt noch eure Lauchzwiebeln hinzu. Dann gebt ihr eure Gemüse in die Soße. Dann füllt euer Topf mit heißem Wasser auf. Wird die nächste Herdplatte angeschmissen. Dann macht euer Topf auf die Herdplatte. Dann gebt etwas von eurer Salsa hinzu. Dann gebt eure Spaghetti ins heiße Wasser. Da lege ich euch das Rezept auf den Tisch flach. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch, einen angenehmen Nikolaustag. Oh, die Tür geht auf. Da bin ich mal weg hier. Oh, sorry, also, dass ich mich so verspätet habe. Ich lege auch gleich mit dem Kochen los, okay? Hä? Es ist gekocht? Ho, ho, ho. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Nee, ist klar. Also ich muss euch sagen, der Nikolaus hat Bombe gekocht. Also